So, moin moin, da bin ich wieder. Hallo zu einer weiteren Runde Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am Dienstag, ne? Das ist die Dienstagsfolge. Ja, genau, das ist die Dienstagsfolge. Hallo, hallo, hallo. Wo ist denn der Wolf? Der Wolf hat einen Namen. Hat einen Namen und ich möchte gerne den Namen jetzt verkünden. Wo ist der Wolf? Wolf? Wo ist der Wolf? 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 Wo ist der Wolf? Warte mal, ich nehme mal ein bisschen Zombiefleisch mit, weil der hat bestimmt. Wo ist Wolf? Wo ist unser Wolf? Hä? Der kann doch jetzt nicht auf einmal weg sein. Hä? Haben wir den draußen gelassen? Aber der spawnt doch eigentlich neben mir. Wo ist mein. Hä? Wo ist der Wolf? Der nicht. Das ist einer der, also das ist ein Hund, der, ein Wolf, der mir noch nicht gehört oder auch, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt irgendwann mal haben möchte, aber das ist auf jeden Fall nicht unser Wolf. Wo ist unser Wolf? Ist er weggelaufen? Sagt jetzt nicht, dass der Wolf weggelaufen ist. Das wäre ja, was? Warte mal, wo ist der Wolf? Wolf? Das kann doch nicht sein. Da liegt Zombie-Fleisch. Wo ist denn jetzt der, also wir haben jetzt auch einen Wolf, also wir haben auch einen Namen für einen Wolf. Und zwar ist ja über die Abstimmung rausgekommen, dass Leo eindeutig der Gewinnername. Ach, da ist Leo. Hallo Leo. Habe ich dich da hingesetzt? Oh ja, tut mir leid. Komm her, Leo. Leo, komm her. Es gibt Fresschen. Hier, Leo. Bitteschön. Ne? Noch ein Fresschen? Nein, das reicht. Alles klar. Darf ich vorstellen? Leo. Das ist Leo. Hallo Leo. Sag hallo zur Community. Seht ihr? Fein. Feiner Leo. Feiner Leo. So, ne, es hat wunderbar geklappt und ich bin richtig, richtig happy darüber, wie es geklappt hat mit der Abstimmung. Das war eine coole Sache. Also es hat alles gut funktioniert. Okay, dass die Auslosung der unterschiedlichen Namen, die hat jetzt nicht so toll funktioniert. Aber, oder doch, die hat auch funktioniert, aber das Übertragen halt, die Webcam hat an dem Tag halt nicht funktioniert. Ich hoffe, dass heute die Webcam funktioniert. Ich habe ja eigentlich nichts eigentlich geändert daran. Also eigentlich müsste da die Übertragung heute sauber sein und funktionieren. Die Abstimmung ist richtig, richtig cool verlaufen. Also danke an alle, die daran teilgenommen haben. Das war echt eine super, super Sache. Ey. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und danke für die ganzen Kommentare, für die Vorschläge, für alle, die abgestimmt haben. Es haben knapp 50 Leute abgestimmt. Also richtig, richtig, richtig viele. Hätte ich nicht gedacht, ne, dass da, wenn man so bedenkt, 50 Leute sind ja, wir haben 200, 250 Views oder so. Also ein Fünftel tatsächlich der Zuschauer haben auch abgestimmt. Das ist schon sehr, sehr cool. Das ist schon sehr, sehr cool für so einen kleinen Kanal wie meinen, dass ihr so da an diesem Let's Play mit teilnimmt. Dankeschön, das freut mich sehr. Das freut mich sehr, dass ich euch so dafür begeistern kann. Ne? Das freut mich. Gut, wie ihr schon gerade seht, ist Feldarbeit heute angesagt. Auf jeden Fall. Ich will mal die Felder einmal kurz durchbewirtschaften, alles rausholen und dann wieder neu reinpflanzen. Mal gucken, was wir dann auch so ja, Zeugs rausgeholt kriegen. Ich glaube, wir können auch wieder einen Haufen Ofenkartoffeln machen. Also von Ofenkartoffeln kann ich mich jetzt, ja. Wie soll ich sagen? Ofenkartoffeln ist Main-Ernährungsmittel. Also wir bräuchten eigentlich gar nichts anderes mehr essen außer Ofenkartoffeln. Wir können uns Tag ein, Tag aus von Ofenkartoffeln ernähren. Ne, tatsächlich. Also so viele Kartoffeln, wie ich mittlerweile habe. Wir können auch mal wieder ein paar Schweine züchten auf jeden Fall. Beziehungsweise mal Schweine vermehren. Dann kriegen wir auch demnächst mal wieder ein paar Schnitzel. Ja, müssen wir mal gucken, was wir heute alles so machen. Ich glaube, ich werde mich heute so ein bisschen um die Tiere kümmern, halt die Felder hier fertig machen. Oh, die Felder halt hier fertig machen. Vielleicht auch noch mal ein neues Feld anlegen. Das ging gestern ja richtig flott mit dem Kürbisfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht machen wir noch mal ein neues Weizenfeld, weil Weizen ist tatsächlich etwas, was ich gerne noch mehr haben könnte, weil die Weizen, als ich damals die Weizenblöcke hergestellt habe für den Boden vom Schweinestall. War ja das Weizen ziemlich schnell aus. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Da war das Weizen sehr, sehr schnell aus. Deswegen würde sich das, glaube ich, empfehlen. Oh, ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar. Das ist jetzt ja doof. Hier, nimm mal Kartoffeln in die andere Hand. Achso, dann würde er auch die restlichen einsammeln, ne? Haha, lol. Auf jeden Fall,
Da sind auch noch eklige Kartoffeln mit bei. Was kann man eigentlich mit den ekligen Kartoffeln machen? Also mit den sind das giftige oder wie nennt man das? Ne, giftige sind das ja nicht, ne? Sondern doch giftige sind das, ne? Ich glaube, die heißen giftig, oder? Ich bin mir jetzt nicht gerade so sicher. Was kann man damit eigentlich machen? Ich muss das mal nacheruieren. Ach, das ist für Tränke, ne? Genau, stimmt, für Tränke habt ihr mir ja schon mal geschrieben. Es fiel mir gerade wieder ein. Es fiel mir gerade wieder ein. Geht das jetzt mit der Seite auch? Ah ja, cool, das geht mit der Seite auch. Na, Leo, du schon wieder. Das geht ja mit der Seite auch, dass ich das in die andere Hand lege. Kann das sein, dass das aufgrund dessen, dass es in der anderen Hand liegt? Nee, das dürfte eigentlich auch nicht funktionieren. Weil es war immer, ich habe ja mal einen Tipp gekriegt, dass man auch irgendwie Ernten und Pflanzen gleichzeitig machen könnte. Pass mal auf, wir haben sechs, ne? Sechs. Dann würde ich nämlich tatsächlich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, würde ich tatsächlich gerne nochmal ein neues Feld anlegen hier. Weil, dann haben wir es halt, ne? Felder können wir immer gebrauchen. Felder können wir immer gebrauchen. Wir sind hier schließlich ein Bauernhof, ne? Wir sind hier schließlich ein Bauernhof. Das darf man nicht vergessen. Und die Felder sind unser täglich Brot, würde man so schön sagen, ne? Passt mal auf, hier müssen wir auch noch mal ein bisschen was weghauen, damit wir dann den schönen Weg wieder haben. Der Weg ist übrigens tatsächlich nur rein optisch. So, ich muss jetzt auch mal, ich hoffe mal, dass meine Kürbisfelder, so wie sie da sind, gut funktionieren. Ah, pass mal auf, ich kann auch das hier mal rausnehmen und jetzt da Erde reinschmeißen. Dann haben wir das nämlich auch gleich, haben wir da auch gleich wieder unsere optische Wiese. Ja, beim Schwein, beim Stall. Oh, was, ihr findet Kartoffeln auch geil? Lol, okay. Findet ihr auch dreckige Kartoffeln geil? Alter, wollt ihr mich hier zerdrücken oder was? Pass mal auf, Kartoffeln. Ihr kriegt Kartoffeln heute. Heute gibt's Schweineliebe mit Kartoffeln. Vor allen Dingen dieser rote Raum und dann auch noch die ganzen Herzchen die ganze Zeit, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Jo, 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 jo. Ich hab noch ein paar Kartoffelchen. Wir können euch alle durchvermehren. Alles kein Thema. Ich glaube, ich werde auch noch gleich ein paar Schafe vermehren, weil wir gerade schon mal bei sind. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wollt ihr auch die dreckige haben? Nee, ne, die dreckige wollt ihr nicht. Hier kommt, ihr kriegt auch noch ein paar Möhren. Will jemand Möhren? Alles klar. Haben wir noch irgendwo? Hier, komm. Noch irgendjemand? Du auch noch? Du auch noch? Alles klar. Sehr schön. Jetzt haben wir endlich mal wieder ein paar Schweine zusammen. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Dann können wir glatt mal. Zack, weg. Können wir glatt mal nochmal zu den. Ach, zu den. Wir gehen auch nochmal zu den. Oh, bei den Kühen war ich auch schon lange nicht mehr drin, ne? Seid ihr überhaupt noch alle existent? Hier sind doch bestimmt einige gestorben schon wieder von, ne? Das passiert. Wow, ihr habt euch da durchgedrückt? Das ist ja krass. Das habt ihr ja krass gemacht. So, pass mal auf, ihr kriegt jetzt auch. Du kriegst. Du und du. Du und du. Du und du. Habe ich irgendjemand vergessen? Habe ich dich vergessen? Ja, dich hatte ich vergessen. Und dich auch. Und wie sie alle reinkommen, ne? Guck mal, du auch. Ne, du? Alles klar. Ihr beide. Und du kriegst. Und wer kriegt noch? Da, noch einer. Alles klar. Jetzt haben wir auch mal bei den Kühen mal wieder ein bisschen für Nachschub gesorgt. Sehr, sehr schön. Ah, also das ist nun wieder so eine richtige, das wird wieder so eine richtige, ich will jetzt nicht sagen Bauernfolge, aber wir tun endlich mal wieder was für den Hof, ne? Was ja auch. Achso, ihr wollt. Wollt ihr. Was wollt ihr? Wollt ihr hier Dings? Wollt ihr das? Ah ja, ihr wollt das. Alles klar. Eigentlich wollt ihr gar nichts, ne? Ihr merkt das schon. Ihr bewegt euch ja gar nicht raus. Nee, genau. Hier, kommt, macht mal Nachschub. Macht mal neue Pullover-Schweine. Los jetzt. Ich fand das ja witzig, dass ihr den Spruch so feiert, ne? Haben ja einige in die Kommentare geschrieben, Pullover-Schweine, lol. Dass ihr den noch nicht kanntet. Also, das ist jetzt ja, also, ich habe das ja nicht erfunden, den Spruch Pullover-Schweine, also von dem her. Aber witzig. So, gibt's hier noch jemanden? Noch jemand ohne Fahrschein? Da noch einer. Hier noch einer von euch? Jo, du willst auch noch? Ne, du willst nicht.
Habt ihr die kleine Armee von Schäfchen gesehen? Alter, ist da jemand mit Grün zwischen? Warte mal, ist da jemand grün zwischen? Rosa! Oh lol! Guck mal, da sind rosa! Ja klar, weiß und rot ergibt rosa, ne? Logisch. Wir haben rosa Schafe. Kommt mal alle hier rüber. Ich muss da vorne wieder raus. Ja, alles klar. Wir kriegen demnächst rosa Wolle. Auf jeden Fall. Hallo. Hier. So, ich glaube, ich kann jetzt hier wieder rausgehen. Wer will... Wo ist denn der Ausgang? Da. Lass dich mal raus hier. By the way. Rosa Schafe, ey. Wer hätte das gedacht? Pass mal auf, wir haben auch noch ein bisschen... Ich habe auch noch ein bisschen was von dem Dings hier. Von den Körnern. Dann können wir mal zu den Chicks und die nochmal vermehren. Beziehungsweise auch die Schussanlage auch mal wieder befüllen, ne? So, gebt mir erstmal eure ganzen Eier her. Dann wollen wir nämlich erstmal wieder ein paar Hühner auf den unnatürlichen Weg produzieren, wollte ich gerade sagen. Oh, das sind schon wieder 16, ne? Pass mal auf. Zack, zack. Siehst du rein. Mal gucken, dass wir hier noch ein paar mehr mitnehmen. Da kriegst du erstmal rosa Schafe, ey. Das sind auch schon wieder 16. Lol. Zack, zack, zack. Da sind auch noch... Alter, das ist bestimmt... Ich bin schon wieder voll, ne? Ja, alles klar. Ich bin schon wieder voll. Also, ihr könnt euch sagen, was ihr wollt. Ne? Wiesenhof ist ein Scheiß hiergegen. Also, Wiesenhof kann hier mal richtig abstinken. So viele Hühner, wie hier produziert werden, jeden Tag, das ist der Wahnsinn. Oh. Kann ich das mal wegmachen? Ja. Kann ich das auch aufnehmen? Nö. Na gut, dann bleibst du da. Gibt's hier noch mehr? Da sind noch ein paar Eier. Eier. Da sind auch noch ein paar Eier. Eier. So, wo gibt's hier noch? Da ist noch ein Ei. Ihr verliert ja auch immer zwischendurch, ne? Das ist echt traumatisch, wollte ich gerade so sagen. So, jetzt kommt her. Jetzt gibt's auch noch Vermehrung auf natürlichem Weg. Alter, ich werde hier gleich durch den Zaun gedrückt, ey. Das ist so krass. Ich komme hier gar nicht gegen die ganzen Tiere. Also, hier kann sich echt Wiesenhof nochmal eine ganze Ecke abschneiden. Was hier reproduziert wird, das ist echt der Wahnsinn. Was sind das für grüne Abzeichen dazwischen drin mal? Du auch nicht? Ne. Oh, das war's. Habe ich noch welche? Ne, das war's. Ich habe keine mehr. Tut mir leid. Wir sind fertig mit der Reproduktion. Aber ich habe hier liegen noch ein paar Eier rum. Die können wir mal wieder reinschmeißen in die Eiwurfmaschine. Und dann war's das auch jetzt hier bei den Hühnern. Whee! So, dann würde ich sagen, mache ich mal ein nettes Schläfchen. Hauen wir uns mal eine Runde aufs Ohr. Und dann werden wir noch das eine Feld anlegen. Für Weizen. Ne, das eine neue Welt, Weizenfeld. Ach stimmt, da brauche ich noch Wasser und Stein und so weiter hin. Ne? Da müssen wir gleich mal gucken. Wie wir das alles machen. Aber das mit dem rosa... mit den rosa Schafen war ja wohl mega witzig, ey. Mega witzig. Da machst du ein bisschen hier. Willst du ein bisschen vermehren, die Tiere, und dann kommt da auf einmal rosa Schwafel raus, ey. Ich hab doch einen Lava-Eimer, ne? Ich will nämlich gerne ein paar Kartoffeln mal wieder auf zu Ofenkartoffeln machen wollen. Weil das ist tatsächlich mein Hauptnahrungsmittel mittlerweile geworden. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm. So, das müsste auf jeden Fall erstmal ein bisschen reichen. Ich habe jetzt natürlich viel zu viel Nahrungsmittel momentan. Ich schmeiße jetzt erstmal alle hier rein. Also ich verteile die jetzt erstmal auf zwei unterschiedliche Kisten. Aber das will ich früher oder später mal durchsortieren. Genau, ich habe hier noch die eine giftige Kartoffel. Genau, das ist doch eine giftige Kartoffel. So hieß es. Wo ist Leo? Willst du ein Stück Fleisch? Da hast du ein Stück Fleisch, Leo. Kannst aufstehen.
Ich habe die Spitzhacke dabei, das passt. Ich brauche Weizenkörner, mindestens 2 Stück. Und ich habe 3 Eimer dabei, das passt, obwohl ich eigentlich nur einen Eimer brauche. Achso, habe ich die. Nee, die Dings habe ich auch nicht dabei. Stimmt, ich weiß, dass ich 7 Eisenerz in der Tasche habe. Es wurde aber bemängelt, dass ich Kohle ja nicht effektiv benutze oder effizient benutze. Und erst ab 8 Einheiten ein Stück Kohle benutzen sollte, glaube ich, ne? Und deswegen habe ich das jetzt noch nicht reingelegt, weil mir halt ein. Achso, ich habe die anderen Steine vergessen. Warte mal, die hole ich jetzt auch noch schnell. Für den Weg. Nicht, dass ich das noch vergessen. Dann haben wir echt nur heute eine schöne Folge. Ich glaube, wir gehen so auf 20. Oh, fuck, ich habe nicht mehr so viele. Ach doch, ich kann ja polieren. Ich wollte gerade sagen, was wollte ich sagen? Dann gehen wir heute echt so schön auf 20 Minuten raus, wenn alles gut geht. Schaffen alles. Also haben mal die Tiere mal wieder vermehrt, versorgt, etc. Ein neues Feld angelegt, was ich sehr, sehr gut finde. Und also auch jetzt ein neues Feld in dem Sinne. Mal ein neues Feld. Na, wie will ich sagen? Wie wollen wir sagen, Leo? Mir fällt das Wort nicht ein. Auf jeden Fall haben wir eine Menge geschafft heute. Na, Leo? Eine Menge geschafft heute. Genau. Wedel mal mit dem Schwanz für die Zuschauer. Dann wissen die nämlich alle gleich Bescheid. So. Zack. Da kommt der hin. Genau, das passt. So, da vorne noch mal was reingeworfen. Das sieht auch ganz gut aus, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich funktioniert das, ne? Das müsste eigentlich funktionieren. So, ich hole mir jetzt erstmal nochmal 3 Eimer Wasser. Dann haben wir nämlich den ersten Schwung Wasser klar, den ich brauche. Ich brauche nur 2 Eimer, ne? Ja, das war schlau. Das war ja schlau jetzt. Ich brauche nur 2 Eimer, glaube ich, ne? Für eine unendliche Quelle brauche ich doch nur 2, glaube ich. Warte mal, ich gucke gleich mal. Links und. Ja, genau, 2 brauche ich und dann brauche ich nur noch einen. Genau so war das. Das kriegen wir aber gleich hin. Easy. Easy. So, ich habe schon wieder Hunger, sehe ich. Aber es macht nichts. Weil. Oh, es gibt gleich Fleisch. Also ich werde mir gleich ein schönes Steak mit meiner Frau, wollte ich gerade sagen. Was wäre jetzt. Dieses mit dem Wasser ist echt eine super geile Erfindung, ne? Muss man tatsächlich mal sagen. Also, pfiffige Idee, pfiffige Idee. Ja, du warst im Wasser, ne? Sehr schön. Hast du gut gemacht. Ich gehe jetzt auch ins Wasser. Ich muss hier nämlich noch die Steine drüber legen, damit wir hier die schöne Abtrennung haben. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Oh, wir sind bei 18 Minuten. Das passt. Ey, das geht heute echt gut auf, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, das wird echt eine super gute Folge heute. So, da einmal einen rüber gezimmert und hier einen draufgelegt. Dann brauchen wir nochmal fix eine Lampe oben drauf. Ne? Und jetzt brauche ich die Steinhacke. Dann werden wir nämlich einmal hier einen lang zimmern. Und haben dann das Feld gleich schon wieder. Ja, perfekt. Oh no, meine Hacke ist kaputt. Müssen wir schnell eine neue Hacke bauen. Aber dann haben wir das Feld auch gleich fertig, würde ich sagen. Ne? Perfekt, perfekt, perfecto mundo, kann man dazu nur sagen. Und ich denke mal, morgen werde ich damit starten, den zweiten Stall aufzubauen. Muss ich ganz ehrlich, also ich will mal an dem zweiten Stall beigehen. Ich habe keine Stöcker dabei. Will ich mal in den zweiten Stall reingehen, dass wir da mit den Schafen mal umziehen, glaube ich. Ich glaube, 2 Stück erreichen. 2 Stücke reichen, dann haben wir wenigstens eine Steinhacke reicht. Ja, ich brauche jetzt ja hier nicht übertreiben. Kein Stein dabei. Ich habe so viel Stein, ne, aber kein Stein dabei. Steinhacke waren, glaube ich, auch nur 2, ne? 2 Bruchsteine nebeneinander oder so. Bin mir nicht so sicher. Wir wollten irgendwann auch mal Möbel bauen, ne? Ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, wir wollten mal Möbel bauen. Bin ich aber auch irgendwie noch nie nicht dazu gekommen. Haben wir mal ein paar Sachen angeguckt, wie irgendwas funktionieren könnte. Aber so richtig, ja, noch nicht dazu gekommen. Ich werde übrigens heute auch noch die Folge für Mittwoch aufnehmen. Genau, das ist die Dienstagsfolge. Für Mittwoch werde ich die Folge heute auch noch aufnehmen, weil ich ein bisschen vorproduzieren möchte, weil am Dienstagabend will ich ja streamen und das möchte ich mal wieder ein bisschen länger machen. Und aufgrund dessen brauche ich einfach die Zeit zum Vor. Also, ne, wenn ich jetzt nicht vorproduzieren würde,
könnte ich nicht so lange streamen, weil dann würde es alles zeitlich nicht passen. Also wenn ich bis 22.30 Uhr streame, ne, und dennoch aufnehme, dann würde ich erst irgendwann gegen Mitternacht ins Bett kommen und das ist nicht so gut und wahrscheinlich würde dann auch die Folge nicht rechtzeitig online sein. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Also produziere ich lieber vor. Das werde ich aber diese Woche auch noch ein zweites Mal machen. Also ich werde am Mittwoch werde ich die beiden Folgen für Donnerstag und Freitag produzieren. Das heißt, müssen wir mal gucken, ob ich das nicht gegebenenfalls als ja, ich muss mal schauen, wie sich der Stream jetzt entwickelt. Vielleicht machen wir das jetzt dauerhaft so oder erstmal für 1, 2, 3 Wochen. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte halt auch mit dem Stream jetzt noch ein bisschen weiter vorankommen. Vor allen Dingen, weil es auch gerade gut läuft, muss man dazu ja auch sagen. Ne? Also, muss man dazu ja auch sagen. So, ich nehme jetzt hier die paar Jungs noch raus. Ich bin nämlich, ich habe deutlich überzogen. Aber das ist so als kleine Entschädigung, ne? Dafür, dass ich vorproduziere, kriegt ihr ein bisschen längere Folgen. Ne? Ist doch eine coole Idee, oder nicht? Also, hey. Natürlich findet ihr das cool. So, hier haben wir schon mal den Weg hingeebnet. Den Weg hingelegt. Ah, Leo, komm. Brauchst da nicht sitzen. Ja, das sieht auch gut aus mit den ganzen Kürbissen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das gefällt mir. Ich bin mal gespannt, wie viele da kommen. Also wie viele Kürbisse insgesamt kommen. So, Pferde sehen auch cool aus. Also sehen gut aus. Das sieht sehr, sehr nice aus. Genau, du bist Leo, du bist mein Hund. Das freut mich sehr. Und das ist der Bauernhof. Und ich bin raus für heute. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Reinschalten, für den ganzen Support, für die Kommentare, für die Likes. Danke dafür. Und ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Bis morgen zur nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye.